Leiche. Expertenheiler, Händler. Echt alles gefunden bisher. Händler. Also, meiner Meinung nach muss hier eigentlich einer sein. Weil es hier einfach auch Schmiede gibt. Sei gegrüßt! Sei gegrüßt! Schon ein bisschen ätzend jetzt gerade. Früher da. Pferdenheiner, Händler. Und nachher funktioniert das nicht. Dann raste ich aus, ey. Standst du nicht gerade eben da? Bist denn hier rumgegangen, um mir hier nochmal im Weg zu stehen? Walter, alles gut. Haben wir halt auch sonst immer gesucht. Beim sechsten Teil waren die zumindest dann auch mal in den Gebäuden mit drin, ne? Da konntest du dann einfach schauen, okay, da in dem Gebäude gibt es den auf jeden Fall. Und konntest du den anheuern, ne? Konntest du den schön anheuern als Begleiter. Ich finde, sie hätten auch nochmal eine Klasse, also Waldläufer noch eine Klasse höher machen können beim fallenden Schärfen. Ey, hau doch einfach da jetzt ab. Das ist schwierig. Dann laden wir nochmal, bis wir einen finden. Das nützt ja nichts. Jetzt kommen wir hier nicht wirklich weiter. Quartiermeister, Fotograf. Knappe, Lehrer, Fechtmeister, Zigeuner, Einbrecher. Es ist doch jetzt aber echt gerade ein Ding, dass wir da nichts finden, ne? Finden keinen. Weil ich will jetzt ja auch den nicht dann noch weiter die Punkte verschenken, wenn wir nachher eh auf den Zauber dann gehen. Alter, könnte man nicht alle in den Weg gehen? Sieht zu aus. Sieht zu aus. Nichts. Wir finden hier keinen einzigen Feinschmied. Und das ist doch ein Feinschmied hier. Nein. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Entweder finden wir den jetzt demnächst irgendwann. Oder wir müssen uns die ganzen Dungeons halt aufbewahren, bis wir da rankommen. Hau doch ab! Auch doch einfach ab. Hau ab! Können wir jetzt nochmal die Erdgilde aufsuchen? Und dann hauen wir hier raus aus dieser scheiß Zwergenstadt ab. Die nervt mich echt ein bisschen. Magst du mit am liebsten? Weil sie halt auch in so einem Berg drin ist. Aber das mit den Leuten ist halt nervig, dass sie die ganze Zeit dir in den Weg laufen, ne? Wo war jetzt nochmal der Laden für Erdmagie? Ich kann's nicht sagen. Ich weiß jetzt auch schon wieder nicht, wo man längst muss hier. Ständig gehen die welche im Weg. Pferdenleser, Guard. Aber 10-mal Pferdenleser, weißt du? Ohne Fleiß kein Preis.
Ausbilden könnte ich mich halt auch noch. Oh, bitte einfach ab. Schmied! Warum denn nur Schmied? Sei gegrüßt! Repariere alle Waffen. Ja. Jetzt finde ich auch nicht den Erdmeister. Das ist ja. Ist ja toll. Das freut uns auf jeden Fall. Waren wir jetzt da drüben schon? Ich hab. Ich weiß noch auf und da kommen wir. Nein. Nee, ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Hier waren wir hier schon. Bitte gehen. Kannst du bitte gehen? Kannst du auch bitte gehen? Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hey. Hau ab! Hau ab! Hier ist auf jeden Fall der Experte. Das würde ich ja sogar direkt hochskillen. Auf Experte. Wenn ich dann Erdmagie den Lehrer finde. Das ist der König. Es nervt doch gerade komplett mit dem. Nein, hier waren wir doch auch schon irgendwie. Axtmeister. So, jetzt habe ich einen Bock. Jetzt gucke ich auf die Karte. Tal der Hügelgräber. Steinstadt, da. Meistergilde der Erdmagie. Ist das die Mitglieder? Nee, das ist nur die Mitgliedschaft. Experte Erdmagie, guck mal. Müsste die Elf sein dann. Die Elf, okay, dieser kleine Nupsel ist 12, nicht das König? Ah, ich denke. Ja. Also da soll's sein. Da. Oh, hau ab! Ja. Willkommen in der Erdgilde. Hallo. Gut, wem bringen wir das jetzt bei? Wem bringen wir das jetzt bei? Also er muss auf jeden Fall, Zauberer muss Wasser lernen, Feuer und Luft. Na, Luft hat sie, könnte sie auch lernen. Aber er muss ja auch noch Erkennung lernen. Und sie hat echt nicht so viel dann, ne? Ich glaube, wir machen sie hoch. Ja. Und wir müssen halt Großmeister werden. Was? Ja. Da freuen wir uns drauf, dass wir die jetzt hochskillen dürfen. Machen wir sie. Erdmagie machen wir jetzt hoch, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlau ist, alles. Aber. Irgendwas müssen wir ja machen. Erdmagie. So. Wo war jetzt der Experte? Hier. Nein. Da. Hier. Nein. Ist der König? Hier ist König. Hier. Das war doch der Experte. Nein. Ey, bevor ich mich jetzt hier tot suche, gucke ich direkt auf die Karte. So. Ja, Experte Erdmagie. Die 16. In dem Zwischengang. Ah, okay. Ah, waren wir gar nicht so weit weg. Ich muss dafür Kampfmagier sein. Ah, ja. Ah, ja. Ah.
muss ich jetzt für Kampfmagier machen? Hm. Ich glaube, du musst aber auch für... Feuer und so Kampfmagier sein. Wollen wir mal schauen, was wir Kampfmagier machen müssen? Die Quest. Und wir nehmen das auch auf jeden Fall so. Wir lassen das so. Könnten ihr natürlich auch noch einen Zauber kaufen, ne? So klein, dass ihr auch mal raufbolzen könnte. Müssen wir hier längs. Und jetzt habe ich mir den Weg aber gemerkt. Glaube ich zumindest, dass ich mit dem gemerkt habe. Ne, der war mal ab jetzt. Der war da vorne rein. Hier runter nämlich. Und dann ist hier. Willkommen in der Erdgilde. Erdresistenz. Könnten wir uns verlangsamen? Halbiert die Bewegungs. Ah, okay. Klinge, Schleuder. Ah, es ist. Hebt die Versteinerung eines Charakters auf, wenn er rechtzeitig eingesetzt wird. Je größer der Fähigkeitswert oder der Fähigkeitsrang des Zauberers ist, desto. Das ist wichtig. Den müssen wir mitnehmen. Ihr würdet das auch nicht verstehen. Ich kann es auch nicht. Dafür muss sie bestimmt Experte sein. Kampfmagier könnte ich mir aber vorstellen, dass wir da. Das noch nicht machen können. Trainingshallen? Was ist denn Trainingshallen? Okay. Hätte ich jetzt nicht extra eine komplette eigene Seite angelegt, aber. Was soll's, ne? Charakterausbildung. Ah, wo findet man das jetzt raus? Level ja nicht, ne? Nee. Das sind nur die Gilden nach Magie, nach Orden, nach Magie. Welche Magie? Körper, Geist, Licht und Schatten. Ach, Licht und Schatten habe ich noch Bock, ne? Das muss halt auch noch mal jemand lernen. Ah. Weiß ich jetzt auch nicht, ne? Hm. Ah, das könnte aber bei Aufgaben könnte das sein. Und dann müsste hier ja irgendwo. Beförderungsmission der Hexer. Bin ich jetzt nicht ein... Ah, wir müssen Weg des Lichts. Hexer ist der Weg des Lichts. Beförderungsmission. Ja, aber wir sind doch... Ein Zauberer. Ach, da meinen sie mit Hexer bestimmt Zauberer, der wird mit Magier oder so. Der Ritter, der Ritter, der Ritter, der Paladine, der Paladine, der Diebe, der Druiden, der Mönche. Volksmission der Gestattens. Zum Licht befördert. Aha.
Nee, da finde ich das jetzt nicht. Das ist natürlich jetzt unschön. Generell nervt mich das auch gerade ein bisschen, dass wir hier zu viel Zeit bei plempern beim nur irgendwelche Sachen suchen. Es gibt bei jedem immer den Weg zum Schatten. Ich könnte mir vorstellen, dass das das ist. Kampfmagier. Wahrscheinlich. Magier werden zu Erzmagiern. Archmage. Gucken wir nochmal. Might and Magic Kampfmagier. Alles der. Hallo, ich bin neu hier und die Prüfung für die Schützen musst du bei Lord. Aha. Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Ich bin ganz schön. Weißt du, wenn du Bogen schießen musst, Kampf. Das ist. Aha. Das sind also die Bogenschützen. Ah, okay, da war ich natürlich jetzt. Jetzt nicht gedacht. Da. Zum Heckenschützen. Werden zum Kriegsmagierin. Ich will doch nur Bogenschützen werden zum Meisterschützen. Meistermönch. Ey, wenn ich das. Dass man das mal alles rausgefunden hat, ne? Man muss sich auch mal vorstellen, es gab ja mal Zeiten, da hast du das dann ohne die ganzen Infos, musstest du das rausfinden. Das finde ich dann natürlich auch krass. Brief, Geheimnisse, stimmt, First Druiden Ranger. Druiden, oh, es ist, ich hab's nicht, ich find's nicht. Dann habe ich auch keinen Bock mehr hier auf den ganze Gesuche. Beförderung vom Kriegsmagier zum Meisterschützen. Das wollen wir ja aber nicht. Ist denn jetzt der Kriegsmagier vielleicht der Kampfmagier? Wahrscheinlich, ne? Sabotiert den Lift in Red Dwarf Mine in. Aha. Emily, Aufgabe 1. Gibt es neben den lieben Schleimwesen, die nur mit Magie bekämpft werden, können noch die ebenfalls beliebten Medusen. Es ist aber möglich, an den Medusen vorbeizurennen, ohne sie zu töten zu müssen. Die Meta erstreckt sich über zwei Ebenen. Am Ende der einen findet man die bewusste Maschine von Stigil. Erhält man einen Warnbelt, die eine Stunde anhält. Also beeilen, bevor man gefangen genommen wird. Aha. In die roten Minen in Baka. Ah, da müssen wir eh hin. Dann nehmen wir dann die Aufgabe auf jeden Fall mit. Bis dahin müssen wir halt auch erstmal die Truhen ruhen lassen. Jetzt gehen wir aber mal wieder in den Dungeon rein. Ich muss jetzt auch erstmal runterfahren, ey. Das hat mir jetzt hier ein bisschen alles genervt. Gehen wir in den Anfangs-Dungeon rein, würde ich sagen. Ja, irgendwo. Hier, da war. War er da? Ich glaube schon. Müsste da gewesen sein. Der ist das.
Ganz nett, aber unnütz. Ganz nett, aber unnütz. Oh, sehr schön. Und da hinten ist noch ein Pilz. Den nehmen wir auch nochmal mit. Das ist das Geisterhaus, meine ich hier. Die Truhe haben wir schon, ne? Ja. Müssen wir jetzt da hoch. Aber ich es richtig gesehen habe. Kommst du da nicht ohne weiteres rauf? Geht das so? Guck mal so hoch. Glaub schon, ne? Ganz langsam noch mal, kommt so hoch. Schon. Hey. Oh, wenn ich Fliegen hab, ne? Aber ich glaube, für Fliegen brauchen wir auch noch mal Luftexperten oder so. Alles nicht ganz so einfach. Komm doch hoch da jetzt. So, was bist du denn für ein Gebäude? Hügelkleber, da müssen wir rein. Rinder, hab ich Bock zu. Auf geht's! Und die direkt an hier, die Muschelratten. Soll mich das jetzt beeindrucken? Au! Ist da noch eine Ratte? Soll mich das jetzt beeindrucken? Soll nicht noch eine Ratte, ne? Weiß auch gar nicht mehr genau, wie groß das war. Warum ist da denn jetzt schon einer weg? So ist brav. Heilen. Spiel speichern. Nein. Ah, wir können auch buffen. Buffs nicht vergessen. Segen hoch. Heldentum hoch. Ganz nett, aber unnütz. Gar nicht eingesammelt. Ganz nett, aber unnütz. Oh, ein Chef plus eins. Wichtig, wichtig, wichtig. Das ist ja jetzt auch mal... müssen wir auch mal positiv sehen, die ganze Geschichte. Ich kann auch nicht alles. Ich hab, da passt nichts mehr rein. Da ist nichts mehr rein, Alter. Warte mal. Ach, ich kann auch nicht alles... Wem soll das denn nützen? Keine Ahnung. Richtig schlau wäre auch gewesen, ganz hätten nett, wir vor die Inventare mal leer gemacht, ne? Aber so, nicht ganz so schlau. Okay, wo geht's hier jetzt längs? Könnten wir natürlich jetzt auch nehmen. Verlassen? Aha. Verlassen. Was ist das? Ich brauche also wahrscheinlich... den Schlüssel, um das hier aufzumachen. Hier war doch immer irgendwas irgendwie an den Wänden geschrieben, wodurch man das... also wo man durch man das wissen sollte, ne? War doch immer irgendwie was an den Wänden. Ich dachte, das schaffen wir nicht. Ach, ich kann auch nicht alles. Hä? Was soll das denn sein? Scheint wohl auch ein besserer Ring zu sein. Weiß ich nicht. Weiß nicht.
So, was glaubt? Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht, die aufzumachen? Komm, Katze. Au. Schaffen. Aber da ist der Schlüssel drinne. Den brauchen wir. Hier ist ja sonst ist hier nichts aus den Dingern drauf. Nö. Dann heilen wir uns jetzt mal hoch. Das wird wieder ein bisschen dauern. Jawoll. Heil du dich nochmal hoch. Auch gut, ja. Du auch nochmal bitte dich selber hochheilen. Zum Glück heilt sie eigentlich ganz gut, ne? Speichern. Mit dem Schlüssel müssen wir jetzt das hier aufbekommen. Dahinter werden, bin ich mir sehr sicher, irgendwelche Monster sein. Was ist das jetzt? Ändern sich die hier, ne? Oder so? War das nicht so? Lasst uns abhauen. Lässt man da jetzt wirklich? Ja. Was müssen wir hier machen? Öffnen sich hier vielleicht die Türen, wenn wir da den Schalter runter machen. Also du hattest, wer den Schlüssel? Hab ich den schon reingepackt? Den Schlüssel schon drin, ne? Oben die Truhe hatte ich ja schon, hab ich aufgemacht, aber hab ich jetzt den richtigen Speicherstand genommen? Aber ich habe nicht den richtigen Speicherstand genommen, ne? Ah! Au. Ne. Au. Den müssen wir nehmen. Und dann hast du nämlich auch den Schlüssel. Sich jetzt hier oben was geändert? Hier ist doch noch alles dicht. Hat sich nichts geändert. Die kann ich auch immer noch nicht öffnen. Haben sich die jetzt Ich zieh raus geändert? hier. Ah, nee, da kommst du ja auch noch raus. Mal da woanders hin? Ja. Sieht gar nicht so gefährlich aus. Der nächste. Seid ihr stark? Müssen wir wohl das Geheimnis noch irgendwie entlüften da? Nein. Oh, hau ich noch mal um jetzt, ja. Oh, wir müssen heilen. Überleb, überleb, überleb. Schön. Jetzt mich schnell hochheilen. Sehr gut. Oh, dass sie auch immer abhauen müssen und man erstmal alle fast runterhauen War das muss, schon alles? bis man mal einen wieder bekommt vom Anfang und den dann erst umhauen kann. Sind hier noch Ratten? Du hast ja Der überall Ratten nächste. hier, ne? So, da ist wieder Schalter. Haben wir uns das Anfangsbild gemerkt? Nein, haben wir uns nicht gemerkt. Was bist du jetzt? Erkrankt. Warum bist du denn jetzt erkrankt? Was soll das denn jetzt? Und ich denke mal nicht, dass wir irgendeinen Zauber dafür haben, um dich zu heilen. Jetzt ein Flächenzauber, ne? Das fände ich recht nice.
das schon alles? Wie kommt jetzt der Ratte von? Überall Ratten. Kann nicht sein. Wie viel ich jetzt für einen Flächenschrauber geben würde, ne? Hätte mir Funkenpuppen mal irgendwann holen sollen. Au! Einziges Gute ist, dass die Ratten echt nicht viel aushalten. Unerträglicher Schmerz! Ist da nur ein Kratzer? Aber kümmere dich drum. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Hilfe! Ist halt auch fast weg jetzt, ne? Alle gehen daneben, alle Schläge. Komplett runter daneben gegangen. Nicht getroffen. Der trifft eigentlich immer. One-Hit zumindestens. Fire Red, die könnte man ganz schnell umhauen, bitte. Soll ich das jetzt gerade links daneben. Wie viel willst du denn aushalten? Du bist doch nur eine scheiß Ratte. Hau doch mal vernünftig drauf da. Down. Und eine ganze Runde musst du jetzt für das letzte Leben aufgeben. Gut, eigentlich nur noch nicht mehr so viele Ratten zum Glück. Hilfe! Ja, also wenn du mal wieder dran kommen könntest, wäre das nicht schlecht. Jetzt. Oh, den habe ich noch gar nicht, da habe ich doch am Anfang drauf gehauen. Ach nee, ja. Das war, der kam, glaube ich, von da oder so, ne? Ja, schön. Hier ist es nicht sicher genug. Ist es nicht sicher? Dann haben wir auch nichts mehr dabei. Irgendwas habe ich betätigt jetzt. Ich habe keine Ahnung was. Wir machen magisches Auge. War das schon alles? So, jetzt brauchen wir mal einen Trick, damit wir das Bild von vorhin nochmal bekommen. Dafür machen wir hier eine Speicherung und dann laden wir das Spiel. Von da. Gucken wir uns jetzt mal ganz in Ruhe das Bild an. Machen wir jetzt auch einfach mal ein Foto davon, das Handy. So. Was könnte das bedeuten? 3, 7, 10. Und ein Baum. Ey, das sind ja jetzt Sachen, die nicht so wirklich zusammenpassen, oder? Kannst du nicht mal in Dreier-Schritten? Ich weiß nicht, welchen Zusammenhang das stehen kann. Was kann das für einen Zusammenhang haben? Was könnte das alles für einen Zusammenhang haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das nur die Raumauswahl oder so? Also ich denke mal, dass es irgendwie die Raumauswahl sein wird. Aber... oder Hebel? Da steht ja auch nichts drauf. Zwergenkühlgrippe verlassen. Verlassen ist ja nicht, heißt ja nicht verlassen. Nö. Ich denke mal, dass der Baum wird vielleicht das Ziel darstellen, könnte das Ziel darstellen. Oder das X in der Mitte könnte es auch sein.
Jetzt blind raus losreisen will ich ja auch nicht, ne? Können wir die Krankheit heilen? Ach, da haben wir nichts, ne? Nee, das sieht ganz schlecht aus. Du hast nur das und Erde. Du hast ja auch nur Feuer, ne? Ja, gespeichert haben wir ja eigentlich. Aber können doch mal hier. Was wir eigentlich mal machen könnten. Wir machen den Quick Save zu unserem Zwischenspeicher. Damit wir rauskommen noch im Notfall. Dann machen wir nämlich hier zu dem. Ah, hätten wir eigentlich auch davor, ne? Ah, egal, wir lassen den hier so. Laden den. Jetzt können wir alle eigentlich frei benutzen, wie wir wollen. Wollen wir das wirklich? Nein, wollen wir nicht. Aber wir müssen. Kein Problem. Nur die Ratten gehen ja. Und wenn sie so ein bisschen Entfernung haben, ist es auch gar kein Problem. Überhaupt kein Problem. Nur, wenn die halt näher rankommen, ist das alles nicht mehr ganz so einfach. Oh, und da kommen jetzt auch noch die Skelette. White. Verfolgen wir uns schön? Nein. Magisches Auge. Können wir mal reinpumpen. Gehen die gut weg? Ja. Wenn die Einzelnen kommen, geht's. Denke ich mal. Der nächste. Geht doch noch. Geht doch alles noch. Aber nicht hier vorne. Und ich glaube, dass die uns auch noch verfluchen können. Die können uns bestimmt verfluchen. Da bin ich mir sicher. Kann man die rauslocken ein bisschen? Ja. Heilen. Sechs Schaden. Komm, hau ihn um. Bevor er jetzt groß zuschlägt. Na komm. Kommst du? Oh, hier. Ja. Also erst die Ratte jetzt wegmachen. Gar nicht ganz verkehrt wäre, wenn sie noch einmal heilen könnte, sich selber. Einfach gar nicht mehr treffen, okay. Oh. Hilfe! Hilfe! Kannst du ja auch einfach mal. Auch ängstlich! Ich. Oh, Mann! Müssen wir es nochmal laden? Schützt ja nichts. Kommen wir zufälligerweise hier rechts immer ganz raus? Nein. Aber das ist der Anfangsraum. Lasst uns abhauen! Können wir hier rausgehen? Geht. Erkrankt geht wahrscheinlich nicht einfach mal so weg, ne? Vielleicht im Wirtshaus könnte das weggehen. Mal kurz was machen. Könnten wir auch mal vielleicht. Infos über erkrankt finde ich jetzt auch nicht einfach mal so raus, ne?
Warte, vielleicht, wenn wir hier erkranken. Shows worse effect. Ich will mal versuchen, wenn wir jetzt ins Wirtshaus gehen, ob das da weggeht. Das was bringt, wenn wir jetzt ins Wirtshaus gehen. Mich glaube ich nicht. Ganz nett, aber unnütz. Ah, jetzt können wir aber mittlerweile Doppelspeed einschalten. Und dann sind wir schneller. Ist ja cooler für so lange Reisewege. Was kann ich euch bringen? Gute Nacht! Nee, geht nicht weg. Dadurch. Geht dadurch nicht weg. Das ist natürlich jetzt nicht so. Gut. Könnten aber uns mal was aufmachen. Ich mache mir jetzt, glaube ich. Ach so. Ah, hier steht was dazu. Dedara waren Barrows bestehen aus insgesamt 16 Dungeons. Das machen wir aber nicht heute alle, die ganzen 16 Dungeons. Alter. Und nochmal ein Ankh. Okay. Gibt es für die Brawl. In der Schatztruhe findet man jeweils Schlüssel, um am Eingangsbereich an Hebeln zu gelangen. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht, wie diese Hebel geschaltet werden müssen, damit man in verschiedenen Barrows gelangt. Okay. Ich denke mal, Ankh, ist das der, wo wir an Anfang sind? Ist das der? Nee. Da. Wir sind jetzt in der 1. Hier. Da sind wir. Hier, das ist der erste Raum. Und dafür müssen wir, um in den... In welchen Raum müssen wir denn überhaupt kommen? Lesen wir uns das mal durch. Was brauchen wir hier genau? Rette die Zwerge aus dem roten Zwergenwinden. Da müssen wir nicht hin. In den Hügelgräber. Findet den verschollenen Ort der Meditation in den Hügelgräbern. Okay. Müssen wir den... Ist der hier irgendwie vielleicht mal eingezeichnet? Ah, das wäre die für den Mönch-Quest. Da müssen wir also in den allerletzten Raum für. In Zuckerts Tomb. Aha. Den machen wir aber noch nicht. Wir machen uns nur die Lampe. Und zwar die Quest hier. Holt die Laterne des heiligen Lichts aus den Hügelgräbern und bringt sie damit im Harmondale zurück. Die Laterne, die holen wir uns. Gucken, was wir dafür machen. Dafür müssen wir Folgendes machen. Wir müssen nur eigentlich in den zweiten Raum kommen. Und der 1. Rechten Hebel hoch. Rechten Hebel hoch.
rechten Hebel müssen wir noch hoch machen. Wohl. Kommen wir in die 5. Er ist oben. Sprich, wir müssten jetzt hier. Müssten wir eigentlich. Aber das ist doch das Anfangsding. Das ist doch das Anfangsding. Ist halt echt nicht so leicht. Und linker Hebel hoch. Kommen wir hier in den Raum. Wir müssen erstmal kämpfen. Der Raum ist jetzt welcher Raum? Sollte der Raum sein. Das ist jetzt Raum 7. Also nach der Angabe hier sollen wir woanders landen. Wenn man das jetzt die noch wegbekommen, so wie wir jetzt gerade aussehen, das ist recht schwer. Und natürlich auch wieder 1000 Ratten oder was? Nein. Der ist stark, oder? Ne, geht sogar. Wir hätten healen sollen. Ne, hier brauchen wir im Moment nicht. Wenn er jetzt gleich einen Feuerzauber macht, wäre das nicht schlecht. Könnten aber Feuer im Mut sein. Das ist ja nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Der macht Flächenschaden. Das ist natürlich auch eine Sache, die hätte ich gerne vorgewusst. Nur ein Kratzer. Ist ja nur ein Kratzer? Der macht auch Flächenschaden. Könnten wir jetzt eigentlich erstmal raus. Ich kann hier nicht weitermachen so. Müssen uns komplett heilen. Hier ist noch ein Knopf. Was auch immer das jetzt gemacht hat. Oha. Nur die Ruhe. Nur ein Cut. Oh, Hilfe! Ja, den schaffst du wahrscheinlich nicht mehr alleine. Doch. Aber hier unten sind doch bestimmt noch welche, ja. Nicht einfach auf jeden Fall. Gehen jetzt noch mal komplett raus. Hier müssten wir an den Anfang kommen. Das ist der Anfang. Der sieht so aus. Du musst dich jetzt ja hier irgendwo auf den Karten wiederfinden. Mach das mal auf. Hier. Den Raum müssen wir jetzt hier in diesen Karten wiederfinden. Da steht immer eine Nummer drüber. Und da befinden wir uns dann. Und hier steht, welchen Hebel wir dann betätigen müssten. Nur welcher Raum ist denn jetzt der allererste? Es müsste doch eigentlich der Ankraum sein. Der hier nicht aufgelistet ist. irgendwie nicht. Ist hier nicht aufgelistet. Aber gehen wir mal davon aus, dass das der Ankraum ist, weil wir hier auch nur einen Hebel haben. Den Raum von gerade eben gehen wir nicht. Deswegen machen wir den Hebel auf jeden Fall schon mal runter. Ist ja unten. Dann machen wir ihn hoch. Auf geht's! Dann sind wir hier, okay.
Dann lassen wir den unten, dann kommen wir in den Raum. Und der Raum ist jetzt... Welcher Raum? Also nach der Angabe müsste das ja der Raum hier sein. Die 3. Der. Und für die Laterne sollen wir in den zweiten Raum. Kommen wir hier rüber nicht. Nein. Wenn wir in den siebten Raum gehen, kommen wir auch nicht in den zweiten. Wenn wir in den achten Raum gehen, kommen wir auch nicht in den zweiten. Wenn wir in den zehnten Raum gehen, kommen wir auch nicht. Und in den vierten, das ist 4, ne? Auch nicht. Wir müssen, fünften Raum ist 2, sechsten Raum ist 2. Und der 14. Raum. Alter, müssen wir ja. Also ich würde sagen, wir müssen erstmal wieder komplett gesund werden. Das ist, sind wir, glaube ich, nicht mehr bei unserem Zwischenspeicher. Doch, da sind wir noch zum Glück ganz gesund. Gut, gut, gut. Und dann überlegen wir uns jetzt eine Route, welche Räume wir machen müssen. Wir gehen in den vierten Raum. Oder wir können ja auch in den dritten Raum gehen, haben wir ja gesehen. Warum das hier nicht angezeigt wird, weiß ich nicht. Aber gehen wir mal einfach von dem Raum aus, würde ich sagen. Dann sind wir hier. Und könnten in den 11. Raum, das bringt uns nichts. Könnten da auch in den 4. Raum gehen. Und in den 10. Von da aus kommen wir in den 6. und von dem 6. kommen wir in den 3. Oder wir gehen direkt vom 4. In den siebten. Von siebten bringt uns das gar nichts. Achten. Da ist die 2. Acht könnten wir machen. Acht könnten wir machen. Nee, ist 13. Rutscht hier. Könnten wir aber dann den Raum nehmen, den 13. und 13. in den 2. reingehen. Das wird noch eine Tour. Gehen wir in den 4. Raum. Dafür muss der runter. Dann sind wir in dem 4. Raum. Auf geht's! Boah, es sind aber viele jetzt, ne? Nee. Tut mir leid, aber die jetzt nochmal alle machen, das sehe ich jetzt aber auch nicht ein. Dann gehen wir lieber nochmal in die Zwergenstadt. Sieht gar nicht so gefährlich aus. In die Zwergenstadt. Eilen uns. Lasst uns abhauen. Machen das nochmal vernünftig alles.